Guten Tag, mein Name ist Walter Röder. Mit wonderbed.de möchten wir Ihnen auf unserer Internetseite einige Lösungen präsentieren, wie man im Beherbergungsbereich aus einem kleinen Einzelbereich, sprich aus einem Einzelzimmer, ein Doppelzimmer oder ein Zweibettzimmer mit einem geringen Aufwand machen kann. Unserer Meinung nach eine hochinteressante und intelligente Lösung mit zwei gleichwertigen Schlafplätzen. Nun zur Funktionsweise von Wonderbed. Es besteht aus einem Eisengestell. Das Eisengestell ist ummantelt mit einem Volant oder mit einem Gestell, mit einer Gestellverkleidung. An den Ecken ist es jeweils mit einem Reißverschluss versehen. Dadurch kann ich diese Verkleidung öffnen und schlage sie, bevor ich zu der Aufbettungsvariante komme, einfach nach oben. Jetzt kann ich an auf Rollen gelagerte Matratze mit Gestell vorziehen. Und Sie sehen, ich habe schon die zweite Schlaffläche da, die ich jetzt ganz einfach durch einen leichten Druck zwischen zwei Gestellteilen auseinanderdrücke und nach oben bringe. Das Ganze geschieht durch Gasfedern. Ich schiebe das wieder zusammen, kann vorher noch die entsprechende Gestellverkleidung des zweiten Bettes nach unten bringen und habe die zweite Schlaffläche. Reißverschluss des ersten Bettes wieder schließen. Schiebe das Ganze zusammen und habe als erste Variante einen Doppelschlafplatz. Jetzt möchten wir Ihnen die Funktionsweise von Wonderbed noch einmal etwas ausführlicher erklären. Das Unterbett besteht aus einem Doppelgestell. Da gehen Sie bitte mit beiden Händen, einmal nach unten zeigend, einmal nach oben zeigend dazwischen. Und mit Unterstützung der Gasfedern können Sie ganz einfach und leicht das Bett nach oben fahren. Es arretiert in diesem Fall sofort, das was ich vorhin schon gezeigt hatte. Und die Betten können gegeneinander gefahren werden. Zwei Worte noch zu dieser ersten Version, die wir Ihnen hier aufgebaut haben, innerhalb kürzester Zeit. Doppelbett-Variante für den Bereich Ehepaar, wie auch immer. Ich lege mich jetzt einmal drauf, damit Sie sehen, dass die Gasfedern auch tatsächlich arretieren und das Gewicht halten und das Ganze nicht nach unten geht. Zu unserer zweiten Variante. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, aus diesem Doppelbett ein Zweibettzimmer zu machen. Und zwar ganz einfach, indem Sie das Bett leicht anheben. Den Grund erkläre ich gleich noch. Dazwischen treten und das Ganze in der Mitte teilen. Die Möglichkeit besteht, ein Nachttischchen, einen kleinen Tisch oder wie auch immer dazwischen zu schieben. Und schon hätten Sie die Möglichkeit, für zwei Gäste, die gern einzeln schlafen möchten, diese Variante anzubieten. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie das Wonderbed, das Unterbett, wieder zusammengeklappt wird. Der Bügel, den Sie vorhin gesehen haben beim Aufbau, der befindet sich jetzt unter dem Bett, sorgt für die Arretierung, sodass beim Draufliegen das Bett nicht nach unten fährt. Jetzt ziehen Sie diesen einfach zu sich und drücken mit der anderen Hand die Matratze leicht nach unten. Das war's.